Ich habe ein T-Shirt mir machen lassen, auf dem steht ein einziger Satz. Ich muss gar nichts. Ein Scheiß muss ich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenck, Unternehmerin aus Karlsruhe und heute zu Gast bei einem ganz speziellen Menschen. Ich verfolge ihn wirklich schon viele, viele Monate und Jahre. Ihr kennt ihn auch aus dem Fernsehen. Und zuletzt haben wir uns kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo wir beide als Speaker gebucht waren. Es war wirklich mit Abstand das informativste Gespräch, was ich hatte, und doch der informativste Vortrag von allen, und das haben wirklich alle Gäste bestätigt. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier gar nicht so weit von Karlsruhe weg sein zu dürfen, nämlich zu Gast bei Mr. Dax. Vielen, vielen Dank, Dirk Müller. Schön, dass du hier bist, Vanessa. Herzlich willkommen. Ja, also es ist auch wirklich, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, man kommt hier rein in eine absolute Ruheoase. Es ist wunderschön hier, eine absolut tolle Gestaltung mit Blick ins Grüne. Es scheint die Sonne, besser kann man doch nicht leben. Naja, es ist mein Arbeitsplatz hier. Und ja, man soll so arbeiten, dass man idealerweise genauso auch arbeitet, wie man gerne lebt. Und das miteinander verbinden kann, sodass man gar nicht sagt, oh, ich muss zur Arbeit, ich muss mich quälen. Sondern dass man das tut, auf was man Bock hat, gerne macht. Und dadurch idealerweise auch das Umfeld so schafft, dass man das gerne tut. Und dann macht es das viel einfacher. Man hat das Gefühl, wenn man dich sieht im Fernsehen, wenn du über deine Themen sprichst, du bist im Bereich Finanzen, Aktien etc. unwahrscheinlich aktiv, und man hat das Gefühl, du bist wirklich schon relativ früh zu deiner Passion gekommen, zu deiner Leidenschaft, zur Arbeit. Wie bist du da hingekommen und wie glücklich bist du mittlerweile? Ich bin extrem glücklich und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Dieses tief empfundene Glück ist, glaube ich, die größte Dankbarkeit, die man dann auch wirklich der Schöpfung gegenüber haben kann. Denn dafür sind wir hier, um eine gute Zeit zu haben, um glücklich zu sein. Und das Glück ist am Ende aber nichts, was irgendwie materiellen Ursprung hat, sondern das Glück findet ausschließlich in deinem Kopf statt. Und du kannst mit deinen Gedanken die Welt komplett verändern. Nicht die große Weltpolitik und nicht das Wetter oder sonst was, aber du kannst den wichtigsten Teil der Welt verändern, und das bist du selbst. Deine Welt, in der du direkt lebst, dass deine Gedanken, nicht der Lärm ärgert dich, sondern deine Reaktion darauf. Also daran kannst du arbeiten. Du kannst die Welt, deine direkte Welt, zur Hölle oder zum Himmel machen mit deinen Gedanken, und du kannst dein Umfeld entsprechend beeindrucken oder beeinflussen. Du kannst positiv mit Menschen umgehen, du kannst jemandem, der einen Fehler macht, lächelnd begegnen und das locker nehmen, oder du kannst dich fürchterlich aufregen, den zur Sau machen. Du entscheidest über die Welt, in der du lebst. Und für mich war der Weg an die Börse ein verrückter Zufall. Ich hatte mit Geld wenig zu tun, habe mir mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe als Kind. Aber dann kam ich irgendwann an in der Abiturszeit in den Film Wall Street 1. Der kam damals in die Kinos mit Gordon Gekko und so weiter. Und das hat mich total beeindruckt, zusammen mit meinem Kumpel Harald seinerzeit. Wir sind hier aus dem ländlichen Bereich in Baden-Württemberg, und da bist du von der Börse so ewig weit weg. Und plötzlich diese Filme mit den tollen Mädels und den schnellen Autos, das wollte man natürlich auch haben, fand man total spannend. Also haben wir angefangen, uns mit Börse zu beschäftigen, Handelsblatt unter der Schulbank. Und das war der Einstieg in dieses Thema. Wir haben uns immer mehr dafür begeistert, fanden das immer spannender. Und das geht mir bis heute so. Je länger ich mich damit beschäftige, und ich tue das jetzt schon seit über 30 Jahren, umso spannender wird dieses Thema. Und das macht höllisch Spaß. Ich habe tatsächlich meine Berufung gefunden, darf mich permanent mit dem beschäftigen, was ich gerne tue. Und das bin ich sehr dankbar für, ja. Ja, jetzt stellt man sich vor, Dirk Müller, Unternehmer, hat Ahnung von sachlichen Themen, ist super, super kompetent in seinen Bereichen. Wie sieht eigentlich ein typischer Alltag bei dir aus? Den typischen Alltag gibt es eigentlich gar nicht, weil ich habe sehr, sehr breite Facette an Themen, die ich tue. Ich habe meinen eigenen Aktienfonds under Management. Ich habe meine Cashkurs-Seite. Das ist eine der größten, bekanntesten Paid-Content-Seiten in Deutschland für Finanzinformationen mit sehr, sehr vielen, sehr guten Autoren, wie ich finde. Wir haben unsere Börsendienste, Cashkurs Gold, Cashkurs Trends, schreibe ab und zu mal ein Buch, halt hier mal, da mal einen Vortrag. Und vor allem, diese ganzen Informationen müssen irgendwo herkommen. Das kannst du ja nicht einfach nur Informationen verbreiten. Viel mehr Zeit nimmt dir in Anspruch, diese Informationen aufzunehmen. Also ich lese sehr viel Bücher, ich lese sehr, weil
zusammenhängende Informationen kriegst du nicht aus dem Internet, die kriegst du aus Büchern. Ich habe halt sehr, sehr viele Gespräche, habe ein großes Netzwerk aufbauen dürfen in den letzten Jahrzehnten, wo ich immer weiß, wenn irgendein Thema ist, auch spannende Hintergrundsachen, ich weiß, wen ich anrufen muss, wo ich mal eine Einschätzung kriege, um die Dinge dann zusammenzuführen. Das heißt, den Großteil meiner Zeit verbringe ich tatsächlich damit, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und der kleinere Teil dann diese Informationen umzusetzen, den Leuten zur Verfügung zu stellen, zusammengefasst. Ja. Sprechen wir mal über den Dirk Müller, der auch ein, ja, ich sag mal, ein Privatleben hat. Da wollen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen. Aber trotzdem würde ich noch mal gerne darauf zurückkommen. Du hast ja nicht mal einen Wecker und keine Uhr. Du hast dein Handy im Flugmodus. Mhm. Unsere Termine vereinbaren wir über WhatsApp und da antwortest du ein paar Stunden später. Erzähl vielleicht mal da mehr drüber. Du hast über ein selbstbestimmtes Leben gesprochen. Für mich war irgendwann die Erkenntnis, wie so viele das eigentlich auch machen sollten, darüber nachzudenken, wo will ich denn hin? Wie stelle ich mir mein ideales Leben vor? Kann jeder mal für sich ausprobieren, setzt euch mal in einer ruhigen Stunde mal hin, ganz alleine und denkt mal 5 oder 10 Jahre in die Zukunft. Wenn jetzt eine Fee kommen würde, würde sagen, du kannst jetzt dein Leben malen, wie du es haben möchtest. Wie würde das aussehen? Wie soll es sein? Und dann überlegt euch genau, was ihr euch wünscht, es könnte wahr werden. Ja. Und ich kam für mich zu der Erkenntnis, dass die wichtigsten Elemente in meinem Leben auf jeden Fall ein selbstbestimmtes Leben sind. Das heißt, dass ich so weit wie nur irgend möglich über mich zu jedem Zeitpunkt selbst entscheiden möchte und unabhängig sein möchte von den Entscheidungen, Wünschen oder Bedürfnissen anderer. Und das heißt für mich zum Beispiel, dass ich meinen Alltag so selbstbestimmt wie möglich entscheide. Führt dazu, dass ich beispielsweise so gut wie nicht mehr fliege. Das hat jetzt nichts mit Klima zu tun, sondern schlichtweg mit Selbstbestimmtheit. In dem Augenblick, wenn ich zum Flughafen komme, Frankfurt, und fliege nach Hamburg oder sonst wo in Innerdeutsch, bin ich sehr viel geflogen früher. Parkplatzsuche, Schlange stehen, Koffer aufgeben, stellen Sie hier in die Schlange, gehen Sie dann, machen Sie den Adler, ziehen Sie Ihre Schuhe aus und so weiter. Schnallen Sie sich an, machen Sie dies, machen Sie jenes. Das hat mir jedes Mal den Tag verdorben, diese Selbstfremdbestimmtheit. Also, was habe ich gemacht? Ich bin irgendwann auf den Punkt gekommen zu sagen, warum fahre ich nicht mit dem Auto? Heute fahre ich alle Termine, die irgendwie machbar sind, mit dem Auto. Und wenn es nach Wien runter, ich sitze lieber 7 Stunden im Auto, bin aber selbstbestimmt. Ja. Ich steige ein, mache die Tür zu und bin mit mir alleine, mit meiner Welt, mit meiner Musik, meinen Hörbüchern, mit meinen Gedanken. Niemand stört mich. Selbst wenn ich im Stau stehe, habe ich die Muße für mich jetzt nachzudenken, über Dinge nachzuphilosophieren, ein Buch zu hören, einfach mit mir und meiner Welt alleine zu sein, ohne dass mir jemand auf die Nerven geht. Ja. Und diese Selbstbestimmung habe ich auch, dass ich habe zwar noch einen Wecker, aber in der Regel ist der aus. In meinem Schlafzimmer ist keine Uhr an. Warum? Weil ich mir sage, ich mache meine Termine so, dass ich sowieso wach bin. Ich möchte nicht mehr von einem Wecker aus dem Schlaf gerissen werden. Oh, du musst aufstehen. Das habe ich ja 20 Jahre gemacht. Als ich an die Börse musste, musste ich jeden Morgen um, keine Ahnung, 4:30, 5 musste der Wecker klingeln. Da bist du noch schlaftrunken, machst dich fertig, ist ja nicht gesund. Also habe ich gesagt, das ist doch nicht dem normalen menschlichen Rhythmus entsprechend. Früher haben die Menschen auch keinen Wecker gehabt und sind einfach aufgewacht, wenn der Körper soweit war. Also habe ich gesagt, warum kannst du das nicht selber? Erst denkt man, kannst du nicht machen? Doch, kann man, ist ganz einfach. Wenn man selbstständig ist, geht das. Also habe ich gesagt, ich mache grundsätzlich keine Termine vor 10, sondern ich schlafe aus und irgendwann wache ich auf und bin fertig und mache mich los. Das ist mal um 5:30 morgens, das ist mal um 9 Uhr. Aber ich muss mich nicht drehen, oh Mist, du musst noch, sondern ich weiß, vor 10 habe ich keinen Termin, also dann mache ich diese Termine. Davor bin ich frei und mein eigener Mensch und wache einfach auf, wenn ich aufwache. Ich arbeite viel, ich arbeite auch nachts bis um 2, wenn es sein muss, oder am Wochenende. Also es ist nicht so, dass ich deshalb extrem wenig arbeite, ich arbeite extrem viel. Aber so, wie es mein Lebensrhythmus, mein gutes Gefühl angeht und nicht wie andere es wollen. Handy im Flugmodus ist genau zum Thema. Ja. Warum muss ich permanent erreichbar sein? Warum entscheidet jetzt, würde das Handy hier liegen, es würde klingen, ich sage, ach, warte mal, Vanessa, jetzt muss ich, okay. Ist doch Quatsch. Ja, und jetzt wäre es natürlich unhöflich im Interview. Aber ist es denn höflicher, wenn ich mit meiner Frau beim Essen bin? Ist es denn höflicher, wenn ich mit jemandem anderen im Gespräch bin? Oder wenn ich gerade mit mir selbst beschäftigt bin, weil ich gerade etwas durchlese oder durcharbeite, ist es mir gegenüber höflicher? Ja. So. Also entscheide ich mich, sage, nichts kann so dringend sein, als dass es nicht 2-3 Stunden Zeit hat, bevor diese Information mich erreicht. Mein Sohn sagte mal, ja, wenn mal was ist dringend, Papa, wenn mal was dringend ist, dann muss ich auch erreichen können. Habe ich gesagt, wenn was so dringend ist, dass es nicht 2 Stunden Zeit, bevor es mich erreicht, dann musst du nicht mich anrufen, sondern die Feuerwehr, den Rettungsdienst oder den Sanitäter. Dann brauchst du nicht mich, da bin ich zu langsam.
Also alles andere kann durchaus 2-3 Stunden dauern, bevor es mich erreicht. Das war ja früher auch so und die Welt hat sich gedreht. Also lebe ich das so. Mein Handy ist im Flugmodus. Alle paar Stunden mache ich es an und guck mal, wer wollte was von mir. Und dann reagiere ich, wo ich Zeitfenster, Lücken habe. Aber da gehe ich den Leuten auch nicht auf den Nerven, rufe die an. Sondern dann mache ich mit denen Telefonzeit aus. Sag ich, pass auf, wann hast du Zeit zu telefonieren? Wann passt sie rein? Und dann verabreden wir uns zum Telefonat. Und dann sind wir beide konzentriert darauf. Und so lässt sich viel konzentrierter arbeiten, viel selbstbestimmter arbeiten. Und das ist für mich das Wichtige. Selbstbestimmtes Leben zu erreichen. Und das tue ich, wo immer ich die Möglichkeit habe. Und das sind ganz viele Felder im Bereich des Lebens. Ja, wo kam dieser Impuls her? Kam der einfach wirklich aus dir? Ja, ich denke viel nach. Also ich nehme mir viel Zeit, auch mal ein paar Minuten zu meditieren oder mal drüber nachzudenken. Wo will ich denn hin? Was fühlt sich schlecht an? Was könnte man besser machen? Wie hätte ich es gerne anders? Und dann kommt oft der Punkt, ja, warum machst du es denn nicht? Und dann, ja, weil wenn du das machst, dann hat das die Konsequenzen. Ja und? Und es geht plötzlich. Also im ersten Moment kommt es einem komisch vor. Für mich war das kann ich wirklich so sagen, das war ein Schlüsselelement in meinem Leben. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her, dass ich den erlebt habe. Da bin ich genau so, wie du es beschreibst, hektisch, wieder auf dem Flug. Es war, glaube ich, Richtung Salzburg runter, kleiner Flieger. Ich rein in den Flieger hingesetzt, so zwei Sitzer, setz mich hin, sofort Laptop auf und losgelegt und Telefon nebendran. Und neben mir saß ein etwas älterer Geschäftsmann, erfolgreich, wie man ihm ansah, hatte weder eine Zeitung noch ein Handy noch sonst was. Dann guckte er aus dem Fenster, beobachtete mich einen Moment, schmunzelte und sagte dann so ganz freundlich, so ging es mir auch lange. Und dann habe ich meinen Laptop zugeklappt und habe gesagt, okay, erzählen Sie mir, was haben Sie richtig gemacht, was ich noch falsch mache, was kann ich von Ihnen lernen? Und er sagte ja genau das, sagte, ich war genauso wie Sie, hektisch, jedem Thema hinterhergerannt, jedem Impuls nachgegeben. Und irgendwann war es ein gesundheitlicher Auslöser bei mir, dass ich gesagt habe, ich muss das alles verändern. Ich habe dann mich nur noch auf das fokussiert, auf meine Kerngeschäftsfelder. Den ganzen Blödsinn weggelassen, diese ganzen kleinen Nice-Fits, ach, machst du auch noch, das machst du auch noch. Nur auf die wichtigsten Projekte konzentriert, die mir den meisten Umsatz bringen und die am wichtigsten waren, die mir auch am nächsten lagen, am meisten Spaß gemacht haben. Und alles andere weggelassen. Die Konsequenz, ich verdiene so viel Geld wie nie zuvor und ich habe so viel Zeit wie nie zuvor und ich bin so glücklich wie nie zuvor. Den habe ich nie vergessen, diesen Mann, wenn ich den mal wieder treffen würde. Und ich habe den immer im Hinterkopf gehabt und es hat permanent gearbeitet. Und irgendwann kam der Moment, wo es sich richtig angefühlt hat, es auch zu tun. Wahnsinn. Und wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, dass ich selber, also ich erkenne mich da natürlich sofort wieder und dementsprechend suche ich auch gerade wirklich den Kontakt zu erfahrenen Unternehmern und deswegen ist es auch super, dass Sie mich heute, du mich heute eingeladen hast und ich schätze es wirklich sehr, mehr als ich wahrscheinlich auch zum Ausdruck bringen kann, weil ich einfach glaube, dass man von diesen Menschen und auch insbesondere von dir da so viel lernen kann. Ich selber bin auch noch in der Situation, dass ich sage, ich habe es schon mal angedeutet, morgens um 9 Uhr im Büro sein, muss die Letzte sein, die abends die Tür zumacht. Und weil ich einfach in meinem Kopf so einen Denkfehler habe, ich muss mehr leisten als die Mitarbeiter oder ich muss auch für sie ein Vorbild sein. Du handelst das ganz anders. Erzähl mal, wie du das machst. Du hast jetzt ein paar Mal so schön gesagt, ich muss. Ich habe ein T-Shirt mir machen lassen, auf dem steht ein einziger Satz. Ich muss gar nichts. Ein Scheiß muss ich. Und genauso lebe ich das. Ja. Wenn einer sagt, Herr Müller, Sie müssen aber, ich sage, ein Scheiß muss ich. Und ich mache nur noch das, was ich machen möchte und ich mache auch nichts. Das könnte eine neue Affirmation für mich sein. Weil da steckt so viel Macht drin in diesem Scheiß muss ich. Ja. Ich mache nichts mehr für Geld, was ich nicht auch ohne Geld machen würde. Und so geht es mir auch, so möchte ich das mit meinen Mitarbeitern haben. Wir haben ein kleines Team, aber die sind dermaßen selbstbestimmt, das war mir wichtig. Ich brauche nur Mitarbeiter, die ich nicht motivieren muss, die Bock haben auf das, was sie tun. Wenn du Menschen findest, die zu dem Job passen, den du zu vergeben hast, dann machst du es richtig. Also Menschen zu fragen, wo wollt ihr denn hin? Was habt ihr für ein Ziel? Für was brennt ihr? Ja. Und dann gucken, ist der Job, den sie bei mir machen sollen, entspricht das ihnen? Hilft ihnen das, ihr Ziel zu erreichen? Ja. Wenn ja, dann brauchst du die nicht motivieren. Dann brauchst du denen nicht sagen, seid um 9 Uhr da. Da sind die um 8 Uhr da, weil sie Bock drauf haben. Ja. Und wenn du aber Menschen hast, die es nur machen, weil sie gerade nichts anderes gefunden haben und die Kohle halt stimmt und du sie mit Kohle geködert hast und mit irgendeinem tollen Auto, dann musst du die motivieren. Dann musst du denen ständig in den Hintern treten, weil die sagen, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. Eigentlich will ich ja viel
die was anderes machen. Ja. Also such dir Leute, Mitarbeiter, die du nicht motivieren musst. Und so tue ich das. Wir haben gerade, unlängst haben wir die Urlaubstage abgeschafft, weil ich gesagt, bei uns gibt es keinen Urlaub mehr. Er sagt, wie gibt es keinen Urlaub mehr? Er sagt, wer nicht da ist, ist er nicht da. Da sagt wahrscheinlich sogar der Steuerberater, das geht aber jetzt auch nicht, na, oder? Du musst eine Abgrenzung vorlegen und so weiter. Aber faktisch sage ich, Leute, nehmt euren Urlaub und geht. Und wenn ihr 30 Tage Urlaub gemacht habt und da kommt noch mal ein tolles Angebot, 5 Tage irgendwo hinzufliegen, do it. Ja, und wenn ihr doch die kranke Tante besuchen müsst, macht das doch. Ja, ich will es auch gar nicht wissen, wer wann wo nicht da ist. Ja. Organisiert euch, ihr wisst, was zu machen ist. Ihr kennt eure Abläufe, ihr kennt die Firma. Organisiert es. Ja, und die Leute sind so hoch motiviert. Und ich versuche alles zu tun, damit die Leute Spaß haben. Mir geht es doch manchmal so, guck mal, du hast hier draußen eine wunderschöne Situation. Hier ist, nicht weit weg von hier, ist einer der schönsten Badeseen ganz Süddeutschlands. Ne? Der heißt? Der St. Leoner See und auch der Blausee auf der anderen Seite. So. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn es hier im August bullenheiß ist, dann nehme ich meine Frau in der Hand und sage, komm, heute Morgen gehen wir mal 2 Stunden schwimmen und danach gehe ich an den Schreibtisch. Ja, und das erwarte ich von meinen Mitarbeitern genauso, dass die, wenn es sich anbietet, wenn es die Gelegenheit gibt, dass sie es tun und nutzen. Ja, und der schönste Moment war, dass ich beim Schwimmen im See plötzlich meinen Prokuristen getroffen habe, der auch am Schwimmen war. Sag ich, endlich hast du es verstanden, super. Ja, das freut mich. Mega. Warum? Weil für mich, das gilt für mich, wie für alle anderen, die mit mir zu tun haben. Es geht nie um Geld, um Firma als Selbstzweck. Es geht immer nur um die Menschen. Warum machst du denn alles? Du machst es, damit du ein besseres Leben hast. Die Mitarbeiter machen es, damit sie ein besseres Leben haben. Ich sage, meine Firma, der Aufgabe meiner Firma ist nicht, möglichst groß und reich zu werden, volle Konten zu haben. Ja. Die Aufgabe meiner Firma ist es, als Vehikel dafür zu sorgen, dass alle, die damit zu tun haben, ihre Vorteile daraus haben. Das heißt, ein schönes Leben. Schön heißt nicht möglichst viel Materielles, sondern selbstbestimmt. Freiheit, gerne tun, was sie tun. Dass das für die Mitarbeiter gilt, für mich gilt, aber auch für die Kunden ein Mehrwert geschaffen wird, dass sie sich wohlfühlen, mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und alles, was dem nützt, machen wir. Wir machen die tollsten Sachen mit den Mitarbeitern, aber nicht als so Motivation, damit die auch endlich viel arbeiten, sondern weil ich will, dass denen gut geht, dass die Spaß haben, dass die sagen, ich habe ein so geiles Leben und dass ich da beitragen darf, das macht mir Freude. Für mich, für meine Mitarbeiter, für die Menschen um mich herum. Ich versuche jedem so weit zu helfen, soweit ihm es möglich ist, ein schönes Leben zu führen. Und darin sehe ich eine Aufgabe für mich. Wo immer ich die Gelegenheit habe, mache ich das. Ist das auch gleichzeitig die Vision deines Unternehmens? Ja, dass es einfach definitiv wirklich darum geht, glückliche Mitarbeiter auch einfach zu schaffen? Nicht nur für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind Teil des Unternehmens, aber es geht nicht nur um die Mitarbeiter, sondern ich möchte die Welt verbessern. Ich habe, das klingt verdammt hoch, aber tatsächlich muss man das erklären. Ich hatte früher immer den Gedanken, ich habe mich ja unglaublich viel, bis heute auch noch, mit der großen Weltpolitik auseinandergesetzt und den Ungerechtigkeiten im Finanzsystem, in der Geostrategie und so weiter. Irgendwann kommst du zu der Erkenntnis, du kannst das nicht verändern. Ja. Egal was du machst, du kannst so viel Energie reinstecken, wie du möchtest. Ja. Du kannst auch den Wind anschreien in der Hoffnung, dass er aufhört zu wehen. Es ist Ressourcenverschwendung. Ja. Aber du kannst sehr wohl die Welt verändern. Nämlich, wie ich es eingangs gesagt habe, du kannst deine ganz eigene Welt verändern. Du bist nur das, was du denkst. Du kannst die Sichtweise auf die Themen ändern. Du bist nur, was du denkst. Mit deinen Gedanken veränderst du deine Welt, wie du die Welt empfindest. Und du veränderst deine Umwelt. Und wenn ich in den Laden reingehe hier im Ort und einen wunderschönen guten Morgen allen wünsche, dann haben die einen guten Tag, dann haben die einen schönen Moment. Da kann ich das Positives reinbringen, als wenn ich reingehe, wieso ist denn das nicht aufgeräumt, wieso ist denn das nicht da? So, wenn mir einer vorne reinschneidet auf der Autobahn, kann ich mich tierisch aufregen, die nächsten 100 Kilometer toben und dem den Stinkefinger zeigen. Oder ich kann sagen, ey, gut, ist nichts passiert. Hey, wer weiß, vielleicht hat er gerade einen Anruf bekommen, dass seine Frau ins Krankenhaus gekommen ist. Ey, gute Fahrt, Alter, komm gut an. Ja? Und schon habe ich eine völlig andere Situation. Für mich, ich lebe in einer völlig anderen Welt in diesem Moment. Ja? Ich entscheide darüber und das wurde mir immer klarer. Und so versuche ich die Welt, wo ich es kann, ein bisschen besser zu machen, mit ganz kleinen Gesten. Eine meiner Lieblingsgeschichten dazu, oder Lieblingsgesten, die ich gerne mache, wenn ich irgendwo an einem Bratwurststand bin und hinter mir ist keiner, kaufe ich gerne mal noch eine Bratwurst extra. Sag, pass auf, hier hast du nochmal 3 Euro. Der Nächste, der kommt, egal wer, kriegt seine Bratwurst für lau. Und dann gehe ich. Interessiert mich ja nicht, was passiert. Yeah. Und ich stelle mir vor, was passiert. Da kommt jetzt einer, der freut sich total, dass er eine Bratwurst umsonst gibt. Ganz egal, ob er es gebrauchen kann oder nicht. Würde ich jedes sich freuen. Yeah. Und der erzählt das dann seinem Kollegen in der nächsten halben Stunde und abends auch seiner Frau. Yeah. Und der Bratwurstbräter, der erzählt es einem Kollegen und abends seiner Frau. Da haben 5-6 Leute Spaß gehabt mit 3 Euro Bratwurst. Yeah. Und vielleicht macht es einer nach. Ich habe das so ein paar Mal erzählt und auch im Buch geschrieben. Ich bekomme
so viel Rückmeldung von Leuten, die gesagt haben, ich habe das auch gemacht. Ich glaube, in ganz Deutschland gibt es Gratis-Bratwurst inzwischen. Und was machst du damit? Du machst die Welt besser. Ja. Du bringst jemanden zum Lachen, du bringst jemanden zum Freuen. Wenn du aus dem Parkautomaten dein Ticket ziehst und das Kleingeld kommt unten raus, lass du mal 20 Cent drin liegen. Wie freust du dich, wenn du 20 Cent im Automaten findest? Ja. Den 20 Cent. Ja? Also kannst du damit Freude in die Welt bringen. Kleinigkeiten. Ja. Und so fallen jedem von euch hunderte Sachen ein, die im Alltag Menschen eine Freude machen kann, statt ihnen auf den Sack zu gehen und die Welt schlechter zu machen. Also macht die Welt besser, nicht da oben. Hier, ganz real, eure eigene. Und das ist die wichtigste, weil die erlebt ihr nun mal. Ja, mega spannend. Vor allen Dingen auch nochmal dieses Unternehmerische finde ich mega interessant, wie du da mit deinen Mitarbeitern umgehst. Gibt es auch so typische unternehmerische Rituale, wie zum Beispiel, wir machen einmal im Jahr ein Teammeeting, wir machen Jahresgespräche, wöchentliche Zielplanung. Wie sieht denn sowas bei euch aus? Gibt es nicht ritualisiert. Also nicht dieses Showfix und jetzt jeden Montag haben wir um 13 Uhr zu telefonieren. Ja. Ja, und dann jeder quält sich dahin und sagt, ach scheiße, der Termin wieder, eigentlich hast du nichts zu sagen, aber musst halt rein. Und dann ist noch per Zoom, dann kannst du noch nicht mal weggucken nebenbei, weil sehen die, dass du wegguckst. Ne? Das ist doch alles Bullshit. Das macht keinen Sinn, solche fixen Termine zu machen, sondern regelmäßig sowas zu machen, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Wir arbeiten alle in ganz Deutschland verteilt, jeder von zu Hause aus oder von seinem eigenen Arbeitsbereich, den er sich geschaffen hat. Viele arbeiten, eine arbeitet auch mal aus dem Urlaub raus oder von der Terrasse oder vom Park aus, vom Laptop. Also wir sind da total flexibel. Und dann sagen wir, okay, pass auf, gib mal wieder, wir sollten uns wieder zusammensetzen, alle paar Wochen. Komm, wir machen mal eine Zoom-Telco. Und ich habe es gerade die Woche, haben wir so einen Kaffeeküchen-Telco gemacht, ne? Weil ich gesagt habe, komm, uns fehlt so ein bisschen die Gespräche in der Kaffeeküche, die du sonst hast, so mit den Kleinigkeiten im Alltag, wie es dir privat gerade geht und was du geschäftlich gerade so auf dem Schreibtisch hast, was dich ärgert. Komm, Leute, am Freitag machen wir mal einen Kaffeetassen-Talk, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, egal, und quatschen einfach ein bisschen. Ne? Dann haben wir uns zusammengeschaltet und dann haben wir einfach so ein bisschen gequatscht. Mensch, was ist denn bei dir gerade? Ach, ich habe jetzt privat gerade das erlebt und geschäftlich, da habe ich gerade das Spannende, das könnte euch interessieren. Und so kam einfach so ein Plauderding auf die Reihe. Dreiviertel Stunde einfach mal wieder Atmosphäre schnuppern, zu ticken, gucken, wie tickt der andere. Alles andere findet bilateral statt. Wer hat mit wem was zu quatschen? Wo muss einer mit dazugenommen werden? Aber kein Selbstzweck, weil das ist Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Kurz auf den Punkt die Dinge miteinander abhandeln. Immer freundlich, mit Respekt. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir den Respekt voneinander wiederfinden. Ja. Das geht so weit verloren. Und es geht immer um die Menschen. Wenn einer einen Fehler macht, mein Gott, dann macht er einen Fehler. Der macht den doch nicht absichtlich, sondern den Menschen zu sehen, der da was tut. Und den Respekt auch vor anderen Meinungen zu haben. Da sieht einer die Welt anders wie du. Ja, geil. Natürlich hat er andere Bücher gelesen, andere Erfahrungen gemacht, hat er andere Sicht auf die Welt. Das ist doch legitim, ist doch super. Mhm. Mensch, dann erzähl mal, was hast du für ein Buch gelesen oder was ist dir passiert, dass du das so siehst, statt ich? Ja, das interessiert mich, finde ich spannend. Und deshalb den Respekt vor den Menschen, den Respekt vor den Mitarbeitern. Und das hast du dann, wenn du verstehst, dass es nicht um die materiellen Dinge oder den Erfolg als Selbstzweck geht, sondern dass wir machen das nur, damit zwischen uns Menschen was passiert. Und ich bin auch im Verein, wir haben gerade gestern hier Vorstandssitzung gehabt von unserem Förderverein, von den Archäologie, von den Ausgrabungen. Und da auch verschiedene Feste und dann wird diskutiert, wie man die Abläufe besser machen könnte und dass das Dach besser klappen muss. Und dann haben wir gesagt, Freunde, denkt an eins, bei all dem, was wir hier tun, es geht nie um die Sache. Es ist vollkommen egal, ob wir diese Ausgrabung jetzt in 5 Jahren schneller oder später gemacht haben oder ob wir jetzt bei diesem Fest 50 Euro mehr oder weniger verdienen. Wir machen das alle aus Spaß und es geht nur darum, dass hier zwischen Menschen was passiert, dass wir eine schöne Zeit haben, gemeinsam miteinander was gestalten können, gemeinsam miteinander interagieren können, was voneinander lernen können. Und das geht nur, indem wir Spaß haben, Respekt haben. Und wenn das da irgendwann ein bisschen langsamer geht, weil zwei am Quasseln sind, statt vorne Getränke auszuschenken, dann ist das super, weil da passiert zwischen denen was. Ey, nehmt das alles ein bisschen lockerer, nehmt das nicht so bierernst, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern seht den Respekt vor den Menschen als wichtig an und dass wir alle eine gute Zeit haben. Klar, der Job muss gemacht werden. Das heißt nicht, lass alles fließen, aber ein bisschen Verschiebung zwischen Vollgas auf nur der Job und ey, für was machen wir das alles denn eigentlich, ist manchmal ganz hilfreich. Mega, mega spannend. Also es sind auch ganz andere, ich sag mal, Theorien, als die man sonst so jedes Wochenende auf diesen Veranstaltungen mitbekommt. Und deswegen ist es umso erfrischender, jetzt einfach das auch mal vor allen Dingen aus deinem Mund zu hören, wo man das im ersten Step vielleicht gar nicht denken mag. Und das inspiriert mich insofern, dass man einfach nochmal den Mensch in die Mitte stellt und dann mal drumherum guckt, okay, wie kriegen wir da jetzt drumherum ein gutes Unternehmen gebaut? Weil oftmals ist es dann doch sehr zahlengetrieben, sehr erfolgsgetrieben und am Ende des Tages geht es dann doch um die eigene Welt und dass man sich miteinander unterhalb der Menschen auch
ein tolles Leben erschafft. Also mega spannend. Kommen wir noch mal so ein bisschen ins Fachliche zurück. Du kennst dich absolut aus mit Finanzen. Du kennst dich auch ein, ich sag mal, sehr extrem aus im Bereich Aktien, aber auch im Immobilienbereich bist du nicht ganz unbewandert. Und da interessiert mich mal, du hast ja 4 Bücher meines Wissens geschrieben, unterstützt jetzt auch gerade Dirk Kräuter gerade bei seinem nächsten Buch, wie ich gehört habe. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Was glaubst du, ist für die Immobilienbranche oder Immobilienmenschen, die jetzt gerade auch zuschauen, das spannendste Buch von dir? Tja, also ich habe 4 Bücher geschrieben, davon sind 3 geostrategisch, politisch, Finanzbücher. Wie hängt das große Bild zusammen? Wie hängt die Geostrategie, die Geopolitik mit den aktuellen Entwicklungen zusammen? Die finde ich sehr, sehr spannend, also persönlich. Natürlich das aktuellste Machtbeben, natürlich am spannendsten momentan, weil es die aktuelle Situation beleuchtet und vieles ankündigt von dem, was gerade passiert und auch erklärt, warum das passiert. Und damit kann man auch absehen, wo die Reise hingeht. Deshalb ist das momentan einfach das Empfehlenswerteste. Für den Anleger, der allgemein investieren anlegen möchte, ist tatsächlich das Cash-Kurs das Interessantere, weil das hat dann weniger mit den politischen, strategischen Themen zu tun, sondern wirklich, welche Geldanlagen machen Sinn, welche Versicherung brauche ich, wie gehe ich mit Immobilien um und so weiter. Wobei das da keine Schwerpunktbildung gibt auf die einzelnen Bereiche, auf Immobilie oder Aktie, sondern so allgemein für, ich sag mal, als Handbibel für jeden, der Geld anlegen will, gedacht ist. Also jetzt nicht mal speziell ist für Immobilienbereiche. Der Immobilienspezialist wird sicherlich andere Fachbücher finden, wo er sich besser auskennt. Also ist mehr so allgemein gehalten für den Anleger allgemein. Aber ich würde wirklich das aktuelle Buch Machtbeben am ehesten empfehlen, weil damit könnt ihr vieles abschätzen, wo die Reise hingeht, was dann für eure Bereiche natürlich auch unglaublich ausschlaggebend ist. Und da musst du auch höllisch aufpassen. Da ist viel, viel im Immobilienbereich. Ich sage es ganz gleich dazu, ist absolut nicht mein Kerngebiet Immobilien. Und ich habe für mich gelernt, auch das ist ein Prozess, mich immer mehr auf das zu fokussieren, was ich besonders gut kann, in meinen Kernbereiche. Und das heißt, Finanzen, da musst du dich auch mit Immobilien auskennen. Das ist, Finanzen ist ein breites Feld, so wie Handwerk ein breites Feld ist. Ja. Und du wirst auch nicht bei einem Bäcker sagen, ey, mach mir mal einen Zaun, du bist doch Handwerker. Ne? Ja. Also der weiß vielleicht trotzdem, wenn man einen Schraubenschlüssel hält, aber das ist nicht sein Kerngebiet. Und das ist bei den Finanzen genauso. Jemand, der super fit an der Börse mit Aktien ist, ist deshalb nicht unbedingt der super Immobilienexperte und umgekehrt. Klar. Ich kann da ein bisschen mitreden, kann mich halbwegs stolperfrei in den Bereichen bewegen, aber ich bin weit davon entfernt zu behaupten, ich bin da der Experte, der anderen Experten empfiehlt, was sie tun sollen. Also ein paar Dinge, wo ich sage, passt mir da auf, weil das ist fächerübergreifend, dass das einfach gefährlich ist, was hier passiert. Wir sehen momentan unglaublich viel Motivation, junge Leute in die Immobilie zu schieben, die keine Ahnung und kein Grundkapital haben, die dann möglichst viele Immobilien auf Fremdkapital kaufen sollen, das idealerweise noch im GmbH-Mantel. Ich sage, Freunde, kann man machen, aber seid euch im Klaren, was ihr da tut. Ja. Ich habe da eine 100% Finanzierung drauf oder 90% oder vielleicht noch schlimmere Sachen. Und solange die Märkte steigen und stabil sind und ich meine Miete bekomme, ist ja alles easy. Aber das Problem fängt an in dem Moment, wenn die Immobilienmärkte mal kippen. Und in der Weltwirtschaftskrise kann jederzeit passieren. Kann in 10 Jahren sein, kann in einem Jahr sein, kann in 20, wir wissen es nicht, aber du musst damit rechnen, dass es passiert. Ja. Dann hast du 5, 6, 7, 10 Wohneinheiten, alle bis zur Spitze finanziert. Der Markt bricht ab und die Immobilien gehen auf 80% oder 70% ihres Wertes runter. Easy as that, nichts Dramatisches passiert, ganz normaler Vorgang. Ja. Dann kommt die Bank am Ende des Jahres, guckt durch die Bilanzen und sagt, Moment mal, du hast hier so und so viel Kredit, aber die Immobilie darunter ist ja nur noch 80% wert. Das passt nicht mehr. Bitte überweise bis in den nächsten 14 Tagen einen Differenzbetrag. Dann sagst du, ja, aber habe ich doch nicht. Aber ich zahle doch jeden Monat meine Rate. Dann sagt die Bank, interessiert uns nicht. Bilanz ist Bilanz. Wir haben hier ein Problem. Ja. In 14 Tagen ist das Geld da oder wir versteigern die Immobilie. So, und das geht aber momentan dann ganz vielen so. Also gehen die Preise Immobilien weiter runter. Ja, genau. Und vielleicht ist die eigene Bank ja, das vor allem, wenn du es im Privatbereich machst und du hast 1 oder 2 Immobilien, dann, wenn du Glück hast, hast du noch einen Richter, der dann sagt, Moment, das ist Verbraucherschutz, solange der seine Rate zahlt, dürft ihr nicht versteigern. Bist du in der GmbH, im Firmenmantel, bist du im gewerblichen Bereich, da interessiert das einen Scheiß, ob du deine Rate bezahlst, da stimmt einfach die Beleihung nicht mehr und dann wird zwangsversteigert, wenn du nicht liefern kannst, neue Sicherheiten bringen kannst. Und ganz blöd wird es dann, so wie wir es auch schon erlebt haben, wenn dann Banken in Schwierigkeiten kommen und ihr Kreditportfolio loswerden wollen, dann kommt ein amerikanischer Hedgefonds, amerikanische Heuschrecke, wenn man so möchte, kauft diese ganzen Kreditportfolios auf, geht mal durch die Bücher, sagt, oh,
versteigern und die Tochtergesellschaft sagt kaufen. Genau. Dann seid ihr eure Immobilien los, eure Kredite habt ihr noch und dann sagt man euch, naja, ihr seid ja noch jung, ihr könnt ihr die nächsten 30 Jahre abzahlen. Schönen Tag noch. Deshalb höllisch aufpassen, was man da macht. Mhm. Ich sehe momentan zu viele Menschen, die in einem Bereich unterwegs sind, wo sie nicht wissen, was sie tun und mit Summen hantieren, die sie ihr Leben lang nicht mehr stemmen können, wenn es schief geht. Und deshalb bitte achtet drauf, was ihr macht. Lasst euch nicht auf jedes Pferd heben und nicht die Dollarzeichen in die Augen schieben. Überlegt genau, was ihr tut. Holt euch auch Quermeinungen ein. Und wenn ihr genau wisst, was ihr tut, Immobilien kann man gutes Geld machen. Du hast dich da sehr, sehr spezialisiert, hast deine Spezialbereiche gefunden mit Gewerbeimmobilien, mit Entwicklung von Immobilien. Das ist eine vollkommen andere Nummer, als irgendwo kleine Dinge zu kaufen, ohne Ahnung von der Substanz zu haben und dann zu hoffen, dass alles gut geht. Also von daher bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist nicht so einfach, damit Erfolg zu haben, wie du das am Ende dann jetzt lebst. Ja, ja, also es sieht natürlich auch alles immer sehr mit Leichtigkeit bei mir aus. Aber ich bin auch schon seit 14 Jahren im Beruf und ich mache seit 14 Jahren Tag- und Nachtschichten mehr oder minder. Und habe dann natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt, die andere vielleicht in 30 Jahren Arbeitsleben sammeln. Und es ist halt einfach auch, wenn man selbstständig ist und man hat da aber auch eine hundertprozentige Leidenschaft für, dann geht das auch nochmal in eine ganz andere Richtung, vollkommen klar. Was mich noch interessiert und mit Sicherheit auch die Zuschauer da zu Hause, wie siehst du denn die Immobilienbranche aktuell allgemein und in welche Richtung gehen wir in Deutschland? Aber ich weiß auch, dass du weltweit natürlich unwahrscheinlich gute Recherchen fährst. Wie siehst du dieses ganze Branchenthema? Also im Moment haben wir natürlich eine sehr, sehr heiß gelaufene Situation, klar. Das billige Geld hat alles verzerrt. Wir haben Verzerrung in allen Investmentklassen. Es gibt nichts, das günstig wäre. Der Kaufmann der alten Schule sagt, wenn nichts billig ist, kaufe ich auch nichts. Dann warte ich ab, bis die Preise stimmen und irgendwann kommt alles runter. Es gibt für alles mal auch wieder Situationen, wo es günstiger wird, als es gerade ist. Und von daher wäre ich sehr vorsichtig. Aber man findet immer wieder gute Objekte, die man entwickeln kann. Man kann Geschäfte, das ist ja das eine. Will ich was billig kaufen, um es teuer zu verkaufen? Oder entwickle ich ein Geschäftsmodell? Das ist ja, was du auch machst, dass du Gewerbeimmobilien entwickelst, Dinge kaufst, ausbaust, nicht nur flippst, kaufst und sofort weiter vertickst, sondern auch überlegst, ein Geschäft aufzubauen. Wenn ich eine Firma aufbaue, sei das jetzt ein Maschinenbaubetrieb, der überlegt auch nicht, kaufe ich es billig und verkaufe es dann in ein paar Monaten teuer, sondern der baut ein Geschäftsmodell auf, mit dem permanent Geld verdient wird, umgesetzt wird und das machst du auch. Also Gewerbeimmobilien zu kaufen, zu entwickeln, neue Nutzungen daraus zu erschließen, ist was vollkommen anderes, als irgendwas zu kaufen und zu hoffen, dass ich es irgendwann teurer wieder losbekomme oder die Erträge mir das irgendwie sich rechnen, ohne dass ich groß was machen muss. Und das halte ich momentan für schwierig. Wer sich auskennt, wer entwickeln kann, kann nach wie vor gute Geschäfte machen. Da gibt es immer Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wie auch in der Wirtschaft gibt es immer Möglichkeiten, Firmen aufzubauen, irgendwas Neues zu entwickeln. Ja. Aber einfach nur kaufen und hoffen, dass es gut geht, ist wie an der Börse nicht so ganz einfach. Ja, also ich denke, Werte schaffen ist nach wie vor immer noch das Thema, mit dem man Geld verdienen kann. Aber man muss auch die Ärmel hochkrempeln. Absolut. Und man muss da definitiv auch Genehmigungsprozesse durchlaufen, die andere sich vielleicht auch gar nicht zutrauen, nicht hinbekommen. Gewerbeimmobilien kriegen die meisten gar nicht finanziert. Ja. Von daher profitiert man da natürlich auch von einer langen Erfahrung in diesem Bereich und natürlich auch von den Geldern, die man auch als Immobilienmakler schon verdient haben konnte, weil die meisten werden jetzt in solche Kongresse irgendwie reingeholt durch irgendwelche Facebook-Ads und Landingpages für 100 Euro, einmal für ein Wochenende, wie auch immer. Und dann zieht man da natürlich Menschen an, die meistens gar nichts damit zu tun haben, die überhaupt gar keine Ahnung von der Branche haben, die, was weiß ich, vielleicht auf der, keine Ahnung, irgendwas ganz anderes beruflich gelernt haben und letzten Endes sollen sie dann 2- und 3- Zimmerwohnungen kaufen und am besten pro Jahr davon 8 Stück und am Ende des Tages werden die definitiv den Bach runtergehen, weil ihnen vermittelt wird, dass es alles ganz easy peasy geht, dass es auch ohne Eigenkapital läuft und dann verkauft man ihnen auch noch riesengroße, teure Coachings, wie man so eine 3-Zimmer-Wohnung kauft. Also es ist wirklich teilweise suspekt, was für Menschen da auch mittlerweile in die Branche gespült werden. Und was ich auch bei mir am Konferenztisch für Kaufinteressenten mittlerweile sitzen habe, da frage ich mich manchmal, warum finanzieren Banken
diese Geschäftskonzepte oder diese Menschen, ja, die selber gar nichts haben, kein Eigenkapital haben, kein Know-how haben und sie kriegen trotzdem die Immobilien finanziert. Unglaublich. Das ist das, was in Amerika fürchterlich schiefgegangen ist, 2008, dass Leute Immobilien gekauft haben, die es gar nicht hätten leisten können. In Amerika haben die noch den Vorteil, dass sie einfach nur ihren Schlüssel abgeben können und dann irgendwie kreditlos sind. Ja. Das ist hier nicht der Fall. Wenn es hier schief geht, gebe ich meinen Schlüssel ab, habe aber immer noch meine Schulden, habe kein Haus mehr und da keine Immobilien mehr, aber immer noch eine Menge Schulden. Ja. Und die kann ich bis ans Ende meines Lebens abbezahlen oder ich mache eben 7 Jahre Privatinsolvenz. Also das ist etwas, wo die Leute wirklich in gefährliche Situationen gebracht werden. Und vor allem, was mich auch ganz ehrlich sehr stört, was mir immer wieder begegnet. Und da möchte ich wirklich einen ganz, ganz großen Aufruf an die Branche machen. Gerne da rein. Denkt dran, dass es immer um die Menschen geht. Das heißt, nicht nur um euch, nicht nur um eure Familie, auch um die Menschen, mit denen ihr Geschäfte macht. Ich komme von der Börse und die Börse war immer so verrufen, ne, als böser Ort und Spekulation. Aber als ich an der Börse gelernt habe und das war immer ein Handel zwischen Menschen und die Ethik, so blöd das klingt, stand da ganz vorne im Vordergrund. Mhm. Wir haben Millionen gehandelt, auf Zuruf, auf einen Winken. Das war eine Ethik, niemand hat den anderen über den Tisch gezogen. Ich habe dem nicht irgendeine Geschichte erzählt, um möglichst geilen Preis zu kriegen, sondern der hätte nie wieder mit mir Geschäft gemacht. Ja. Wir waren immer bemüht drum, ein Geschäft ist dann ein gutes Geschäft, wenn es für alle Beteiligten ein faires Geschäft ist. Das sind die Geschäfte, die ich mache. Hanseatische Kaufmannsehre, das ist langfristig erfolgreich. Du kannst kurzfristig mal einen bescheißen, aber eben einmal. Und dann darauf kannst du kein glückliches Leben aufbauen, darauf kannst du keinen Erfolg aufbauen, sondern faire Geschäfte von gleich zu gleich. Und das ist im Immobiliengeschäft, so wie es heute offen vermittelt wird, gar nicht so einfach. Mhm. Da geht es darum, find irgendeinen Idioten, der nicht weiß, was sein Objekt wert ist, leihe es sich aus dem Kreuz, red es ihm noch schlechter, als es ohnehin schon sieht, zieh es ihm für billiges Geld ab, dann nimm's und jetzt such den Idioten, der es für viel zu viel Geld, viel zu schön dargestellt, an die Backe schmieren kannst. Das hat nichts mit Geschäft zu tun, das ist legaler Betrug, aber das ist nichts, mit dem man ein erfolgreiches Geschäft langfristig aufbaut und vor allem ist es nichts, mit was man ein glückliches Leben führt, mit dem man morgens aufsteht und sagt, das war ein schöner Tag gestern, ich habe was Gutes gemacht, ich habe die Welt ein bisschen besser gemacht, ich habe einen glücklichen Tag gehabt, ein glückliches Leben geführt, sondern eigentlich fühlt man sich scheiße, weil man was gemacht hat, wo man genau weiß, dass es falsch war und nur weil ein paar andere einem sagen, das ist geil, du hast doch richtig Kohle gemacht, deshalb ist es nicht geil und ihr wisst das, ihr spürt das im Herzen, dass sich das falsch anfühlt und ich bin, glaube ich, nicht ganz erfolglos durchs Leben gegangen. Und das habe ich gemacht, indem ich immer ehrlich und anständig mit Leuten umgegangen bin. Das geht ein bisschen langsamer, aber sehr nachhaltig. Und ihr werdet heute auf Gottes Erdboden niemanden finden, der sagt, der Müller hat mich beschissen, der Müller hat mich übervorteilt. Fehler macht jeder irgendwo mal. Aber dass ich irgendwo jemanden überzogen hätte, über den Tisch gezogen hätte, das gab es nicht. Ganz im Gegenteil. Ich gebe lieber ein bisschen mehr, als ich nehme. Und das hat sich immer langfristig ausgezahlt. Wenn man im Immobilienbereich eine Wertschöpfung schafft, dass man eine Immobilie kauft, so wie sie jetzt ist, hat sie den Wert. Der sie verkaufen möchte, hat keine Lust, sich groß mit zu beschäftigen. Der hat keine Lust, Käufer zu suchen oder zu renovieren oder sich tolle Sachen einfallen zu lassen. Ja. Dann kann ich diese Immobilie zu einem günstigen Preis bekommen, wo ich sage, so wie sie heute hier ist, hat sie den Wert. Würdest du das und das und das, das machen, könntest du sie teurer verkaufen, dann wird er in der Regel sagen, habe ich keinen Bock zu, ich habe noch Termine. Ich bin froh, wenn du das machst. So, dann schaffst du Mehrwert. Du nimmst ihm diese Arbeit ab, du investierst rein, du renovierst, du hast tolle Ideen, was du machen kannst, machst dir die Mühe, immer wieder einen Verkäufer zu suchen, zu annoncieren und dann hast du ihm eine Arbeit abgenommen und kannst daraus einen Mehrwert generieren, mit dem du Geld verdienst. Das ist legitim. Aber hört auf, die Leute zu verarschen in die eine wie andere Richtung. Das macht euch nicht glücklich. Ja, also ich denke auch heutzutage in diesem ganzen Social-Media-Bereich ist es relativ einfach, irgendwelche schönen Bilder reinzustellen. Aber das Thema ist, und auch bei mir, also seit 2013 habe ich das Unternehmen, meine Mutter habe ich ausgebildet als Immobilienmaklerin, die auch einen eigenen Standort in meiner Heimat jetzt für mich führen darf. Wenn man da Fehler macht, Menschen über den Tisch zieht oder irgendwelche, das will man eigentlich, also ich will nicht in der Situation sein, dass ich nicht mehr irgendwie vor die Kamera gehen kann oder dass ich Shitstorms kriege oder dass die Menschen mir schlechte Bewertungen geben. Also ich persönlich könnte da jetzt nicht mit mir klarkommen und ich hoffe auch, dass viele andere das ähnlich sehen und ich versuche das auch immer im Rahmen meiner Ausbildung und Mentorings zu vermitteln, den Leuten aber auch zu zeigen, okay, wie kriege ich jetzt aus dieser hässlichen Endline-Immobilie was Tolles hergerichtet, sei es für externe Auftraggeber oder eben auch für meine eigene Immobilie, die ich kaufe
schön herrichte und vielleicht dann wieder verkaufe. Und dann denke ich, ist das ein gutes Geschäft für ja, in dem Fall teilweise zwei oder drei Seiten. Ja, also wen das interessiert, erstmal seine Bücher, die findet ihr jetzt hier unten in der Videobeschreibung. Wen es ansonsten interessiert, auch eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, werden wir hier unten auch verlinken. Und jetzt schon zur letzten Frage, die mich persönlich am meisten interessiert. Wir sind jetzt im Jahre, ich will es jetzt nicht hochrechnen, aber du stellst dir vor, wir sitzen hier nochmal gemeinsam in diesem schönen Haus bei Sonne mit Blick ins Grüne. Du bist 90 Jahre alt, gesund, munter und hast ein glückliches Leben gehabt. Was würdest du für Learnings mir heute mitgeben als vielleicht 20, 25 Jahre jüngere Frau? Zuerst mal das Learning, seine Bestimmung zu finden, das zu finden, was man gerne macht, wo man für brennt, wo man sagt, dafür, das würde ich auch ohne Geld tun. Da hätte ich Bock drauf, das macht mir so eine Freude. Und wenn ich dafür noch bezahlt werde, umso geiler. Sucht euch erstmal das. Dann traut euch was zu, seid euch im Klaren drüber, dass ihr mit Gedanken alles verändern könnt. So blöd das jetzt klingt, nehmt euch ein weißes, leeres Buch, schreibt eure verrücktesten Träume, wo ihr hinwollt, rein, aber überlegt euch gut, was ihr da reinschreibt, das könnte wahr werden. Ich habe das gemacht vor vielen Jahren. Da hat mir ein Freund, der so ein Buch mal rausgebracht hat, eins geschenkt und hat gesagt, hier, mach das. Ich hatte das irgendwo mal gelesen, dass das tatsächlich was bringen soll. Habe gesagt, naja, macht ja nichts kaputt. Habe selber drüber gelacht. Habe gesagt, ist ja eh Blödsinn, aber komm, mach's halt mal. Und habe mir dann wirklich, und das viele, viele Jahre her, verrückteste Pläne reingeschrieben, was ich mal erreichen will. Damals völlig nicht mal ansatzweise absehbar, dass sowas kommen würde. Und es ist so spooky, das klingt. Alles, was ich in diesem Buch jemals reingeschrieben hatte, hat sich erfüllt. Und da sage ich heute, okay, das ist jetzt total schräg, aber es funktioniert. Aus irgendeinem Grund verändert sich etwas, wenn du deine Pläne, deine verrücktesten Ziele mal niedergeschrieben hast. Dein Unterbewusstsein tut irgendetwas, dass du automatisch im Laufe der Zeit, sobald du in eine Situation kommst, die richtigen Schritte machst. Also deshalb, macht euch klar, wo eure Stärken sind, was ihr wollt. Ja. Brennt dafür. Schreibt euch auf, wo ihr hin wollt, was ihr erreichen wollt. Und wenn ihr das habt, redet. Redet mit jedem, der euch begegnet. Redet mit jedem, der euch begegnet, den ihr seht, über eure Pläne, über das, was ihr machen wollt, für was ihr brennt. Der Mensch tickt nun mal so, dass er Anknüpfungspunkte sucht. Mhm. So, wo warst du zuletzt im Urlaub? Okay, Gott, du machst jetzt keinen hast du Urlaub. Mich erwischt. Du machst keinen Urlaub, okay. Du kommst aus Karlsruhe, machen wir es einfach. Du lebst in Karlsruhe, machen wir es anders. Wenn ich dir jetzt sage, ich war noch nie in Karlsruhe, Mensch, am Wochenende bin ich bis Wochenende mit meiner Frau in Karlsruhe. Ja. Da würdest du sofort würdest aus dir rausschieben, oh, pass auf, da ist ein tolles Restaurant für dich, da musst du dahin gehen. Oder du musst in die Kneipe gehen oder du musst das besichtigen oder das angucken oder sonst irgendwas. Der Mensch tickt so, dass er immer Anknüpfungspunkte zu dem, was er hört, sucht in seinem eigenen Gedächtnis. Ja. Oh, was weiß ich ihm dazu? Oh, da kann ich dir was helfen, was kann ich was sagen? Ja. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte Rechtsanwalt werden oder sowas, dann findet ihr unter 10 Leuten, mit denen ihr sprecht, einen, der sagt, ey, mein Bruder ist auch Rechtsanwalt, ruf den doch mal an, der sucht gerade einen Assistenten oder der sucht jemanden für einen Ferienjob oder so, keine Ahnung was. So, wenn ihr das nicht tut, weil ihr euch nicht traut, einen Schnabel aufzumachen, erfährt das keine Sau. Ihr könnt die Besten in eurem Fach sein, kein Mensch erfährt's. Ja. Deshalb redet erstmal über das, was ihr machen wollt. Und dann hört zu. Dann lasst den anderen darauf antworten, darauf reagieren. 8, 9 Leute sagen, oh, das ist aber nett, weiß ich aber nichts zu. Und der 10. sagt, ruf mich an oder ich gebe dir einen Tipp oder pass mal da drauf auf. Und das bringt euch weiter. Das sind die Türen, die aufgehen. Ja. Deshalb redet über eure Pläne und seid an den richtigen Stellen mutig, das einfach auch mal zu tun. Traut euch was zu und dann geht alles andere ganz von alleine. Vertraut auf die Macht eurer Gedanken. Ja. Die kann die Welt verändern in einer Art und Weise, wie ihr euch das nicht ansatzweise vorstellen könnt, wenn ihr das mal anfangt, werdet ihr es merken. Ja, mega. Also ich habe mir auch so ein Buch tatsächlich zu Weihnachten gekauft und habe, guck mal rein. Ich will nicht wissen, was da für unanständige Sachen jetzt drinstehen. Was hast du dir? Aber da sind meine ganzen Ziele drin, da sind Dinge drin, wie ich verschiedene Themen erreichen kann. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt bis zum, ich glaube, 10. Januar das so richtig intensiv auch gemacht, mir wirklich jeden Abend das auch nochmal aufgeschrieben. Perfekt. Und ich habe wirklich jetzt schon
Weichen gelegt im Januar fürs komplette Jahr und ich denke, dass ich schon in diesem Jahr alle Ziele erreichen kann, die ich mir aufgeschrieben habe zwischen den Jahren. Also schlichtweg perfekt. Ich mache das genauso, nur in einer anderen Form. Ich mache das für mich elektronisch auf dem Smartphone. Ja. Ich habe dann für mich ein wenn ich Bücher lese, auch das kann ich nur empfehlen, wenn ihr Bücher lest. Mir ging es früher immer so, ich habe ein Buch gelesen, wusste am Ende nicht, was am Anfang stand. Ja. Ich sagte, das ist ja Zeitverschwendung. Also ja. Erst habe ich angefangen, aktiv zu lesen. Wenn ich ein Buch lese, habe ich immer einen Zettel nebendran oder ja. Die Elektronik und mache mir meine eigenen Zusammenfassung. Das mache ich auch wichtiger immer. Impuls, oh, das ist neu, ja. Sofort mit meinen eigenen auch. Worten in einen Satz ja. Zusammengefasst. So ja. Kann ich dann jederzeit jedes Buch innerhalb von 20 Minuten wieder in Erinnerung ja. Rufen, was war für mich wichtig. Und dann bleibt es auch hängen. Das Gleiche mache ich dann mit Dingen, sei es im Alltag oder aus Büchern heraus, wo ich sage, das musst du für dich verändern. Und dann kommt ein eigener Zettel sozusagen, mhm. Auf dem steht dann drauf, was will ich in meinem Leben verändern, auf was muss ich mehr achten. Ja. Und das versuche ich jeden Abend mir nochmal durchzuschauen, wie ist denn dir das heute gelungen. Ja, und dann sind Sachen, das hast du so verinnerlicht inzwischen, das kann man nach hinten. Andere Dinge, da musst du mehr drauf achten. Das ja. Hast du heute scheiße gemacht. Das hat nicht, da musst du mal beigehen. So, und so veränderst du dich. Versuche nicht besser so zu sein als die anderen. Ja. Versuche einfach jeden Tag besser zu sein, als du gestern warst. Dann ist schon viel geholfen. Ja. Und das ist genau das Mega. Richtige. Also ich habe mein persönliches Ziel, dass ich wirklich jeden Abend ins Bett gehe und kann sagen, heute war ich das beste Ich, was ich heute sein konnte. Und das hat für mich dann mit Menschen zu tun. Wie habe ich mich verhalten gegenüber ihnen? Wie war ich sportlich unterwegs, habe ich mich gut ernährt und habe ich auch für meine Ziele gekämpft. Und das ist mega spannend, was du auch gesagt hast. Die Dinge, die man sich aufschreibt, man hat plötzlich ganz andere Gedanken und man sucht plötzlich Lösungen, um das zu erreichen. Und genauso ist jetzt zum Beispiel so ein Gespräch heute, dass ich momentan überlege, okay, worauf will ich mich wirklich fokussieren? Und ich glaube, das hatte ich eben schon mal kurz gesagt, wenn ich mich mit so Erfolgsmenschen wie mit dir unterhalte und dich indirekt, auch wenn du es jetzt nicht weißt, aber wenn du mein Mentor bist und ich jetzt einfach auch im Kopf habe, okay, was würde der mir denn jetzt raten? Dann wird plötzlich, wird dieser Gedanke in meinem Kopf viel realistischer wieder, weil du dann vielleicht sagst, und du hast jetzt ganz viele Dinge gesagt, die ich mir schon wieder zu Herzen nehmen werde, finde ich wieder ganz andere Lösungen als die ich vorher hätte haben können. Ja. Und von daher mega gute Sache. Dann bin ich auf einem guten Weg mit meinem Büchlein. Absolut, ja. Und hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann in ein paar Monaten mal wieder treffen und dann werde ich dir sagen, dein Tipp hat funktioniert, ich habe meine Ziele erreicht. Perfekt. Also vielen, vielen Dank für die Zeit heute, für diese ganzen Impulse, für auch mal den Blick hinter die Kulissen, wie du als Mensch bist. Das hat mich persönlich am meisten interessiert. Und natürlich auch der Ausblick für die Immobilienleute in 2020, aber auch in Zukunft. Und von daher vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann mit noch mehr Zielen. Sehr, sehr gerne. Also Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.